Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend, das ist der 12. November, Freitagabend, die Sonne ist unter, also eigentlich Samstag, der Sabbat ist angefangen, habe ich mich hier eingefunden, um den 10. Teil aus der Serie der Impfquisition zu lesen. Dieses Video wird den Titel tragen Impfquisition, der Impfspiegel in Wort und Bild, eine Denkschrift für das deutsche Volk. Ja, es hat natürlich jetzt ein jeder erwartet, dass ich weitermache mit dem Buch Die schlimmsten Jesuiten des Deutschen Reiches, wo wir ja nach der Einleitung jetzt bis zum ersten Kapitel oder besser gesagt bis zur ersten Todsünde gekommen sind. Und da werde ich auch weitermachen, aber ich hatte ja bereits früher angekündigt, dass ich klassische Buchlesungen wie früher nicht mehr machen werde, sondern dass ich hier, wie jetzt in diesem Fall mit diesem ganzen Gesundheitsthema, Impfthema, um da mal drüber zu sprechen, dass ich da verschiedene Bücher nehmen werde und dass ich da jeweils Stücke draus lesen werde. Habe ich ja mit dem Buch Viruswahn bereits gemacht, dass ich da über die spanische Grippe und über, was war es denn noch, über Polio eine Extrasendung gemacht habe und da werde ich noch Extrasendungen drüber machen, Dinge, die ich daraus lesen werde. Das ist wirklich ein ganz, ganz überzeugendes und sehr gut dokumentiertes, sehr gutes Buch. Und nachdem ich jetzt also mit diesem Die schlimmsten Jesuiten angefangen habe und da in der ersten Todsünde beginnen werde, was ich auch tun werde, schiebe ich jetzt den Impfspiegel ein. Das ist ein Buch, das ich von Bruder Gerold einige Zeit zurück zugeschickt bekommen habe. Er hat es dann noch eingescannt und auf dem Internet zur Verfügung gestellt, sodass ihr mitlesen könnt. Ich werde auch nachher umschalten auf ein Video, also auf ein, werde das Video weiter aufnehmen mit der Kamera, sodass ihr dann den Text mitlesen könnt. Weil meine Mutter hat mir gesagt, sie findet das besser, wenn man mitlesen kann oder wenn es irgendwelche Bilder gibt, anstatt nur diese zwei, drei Bilder wie im letzten Video. Das fand sie gar nicht toll. Und da sind wahrscheinlich noch Leute, die das so finden. Aber ich persönlich bin anderer Meinung, weil ich denke, je weniger Bilder ablenken, desto mehr man sich auf das gesprochene Wort konzentrieren kann. Aber wenn ich natürlich das Buch als PDF habe und die Leser können wann auch immer das Video pausieren und dann selbst in Ruhe mitlesen, nachlesen oder sich Notizen machen, ist das ja gar nicht so verkehrt. Also mache ich die Einleitung jetzt eben mit einem normalen aufgenommenen Audio und schalte dann gleich über auf die Kamera. Und dann werden wir uns das Buch anschauen und der genaue Titel und alles drum und dran und was es dann noch darüber zu erzählen gibt, das erzähle ich euch dann in einem kleinen Moment, wenn wir umgeschaltet haben auf die Videoaufnahme. So, und dann schalten wir jetzt mal um auf das Video, wo wir denn hier das PDF sehen, das aus 87 Seiten besteht, der Impfspiegel in Wort und Bild. In diesem Buch sind zusammengefasst 500 Gutachten, Urteile und vernichtende Aussprüche ärztlicher und sonstiger Autoritäten. Man muss ja zum Beispiel mal sagen, dass der sich heutzutage in Deutschland Gesundheitsminister schimpft oder schimpfte, der Spahn, ist ja eine sonstige oder ich würde sogar eher sagen eine sogenannte Autorität, hat ja mit Gesundheit überhaupt nichts zu tun, der ist, glaube ich, gelernter Bankkaufmann oder was. Aber solche Leute geben natürlich auch immer ihren Senf dazu, ganz sicher eben, wenn sie meinen, dass sie eine Autorität seien. Und zwar über die Impffrage und verwandte gelehrte Irrlehren. Also da steht schon hier auf der ersten Seite, dass es geht über Irrlehren, also keine wahre Lehre. Es geht nicht um die Wahrheit. Wisst ihr, wo wir die Wahrheit finden? Hier, in dem Buch der Bücher, in der Bibel. Und im Bibelstudium werden wir uns mit der Wahrheit vertraut machen können, wenn wir die Bibel lesen. Und wie gesagt, heute Abend ist ein Sabbat. Ich werde ja auch gleich nach hier nach noch mal ein wenig in der Bibel lesen, was ich viel zu wenig tue. Das gebe ich zu meiner eigenen Schande ja zu. Und nur in der Bibel steht die Wahrheit. Und Irrlehren in dieser Welt kann man am besten dann erkennen, wenn man die Wahrheit kennt, die die Bibel ist. Also, eine Denkschrift herausgegeben für das deutsche Volk, herausgegeben von B. Winkler und Vorwort von Professor Dr. Paul Förster. 15. sehr vermehrte Auflage aus dem Jahre 1920. Das sehen wir gleich noch. Es beginnt dann hier auch mit einem Zitat, das ein Ministerpräsident Freiherr von Bienert
1908 im österreichischen Reichsrat gesagt hat. Also der Ministerpräsident im österreichischen Reichsrat sagt hier, Zitat: Ich bin nicht für Einführung eines Impfgesetzes bei uns, also in Österreich. Denn wir haben bei uns ohne ein solches weniger Pockenfälle als in Deutschland mit dem Impfzwanggesetz. Ende Zitat. In Deutschland wurde das Impfzwanggesetz für die Pocken eingeführt 1875. Und der Ministerpräsident sagt das hier im Jahre 1908. Dann kommen hier zwei Leerseiten und dann sehen wir hier nochmal, dass es also erschienen ist, Dresden 2020, das ist jetzt dieser Druck hier, und original ist es erschienen, wie ihr hier seht, 1920. Ja, das Unterstreichen und Markieren und so, das funktioniert nicht so 100%. Dafür ist das eben auch ein gratis PDF, das uns der Gerald zur Verfügung gestellt hat, was er eingescannt hat. Finde ich ganz toll. Und nochmal herzlichen Dank, Gerald, für deine wundervolle Arbeit mit all den Büchern. Ich habe das Buch hier jetzt physisch in meiner Hand. Und ihr seht es als PDF auf dem Schirm und könnt es euch als PDF von Gerald seiner Archive-Bibliothek herunterladen. Der Link ist dazu in der Beschreibungsbox des Videos. Er hat eine ganze Menge Bücher mir geschickt und PDFs mir zur Verfügung gestellt und ist ein ganz wunderbarer Bruder in Christus, der die Wahrheit über alles schätzt, wie wir alle das tun und eben auch sehr viel dafür tut. Also hier sehen wir auf dieser Seite nochmal geschrieben, der Impfspiegel in Wort und Bild, den Titel, den wir gerade bereits gelesen haben, aber da steht halt nochmal bei, aus dem Verlag von 1920, auch der Preis, wo man ein Stück bestellt hat, 2 Mark 60, 10 Exemplare kosten 20, 50, 85 Mark und 100 Exemplare 150 Mark, was also den Preis von 2 Mark 60 auf 1 Mark 50 in der Zeit gesenkt hat, wenn man gleich 100 Exemplare bestellt hat. Nun, wie gesagt, ich werde nicht alles vorlesen, aber hier am Anfang ist es schon mal wichtig, dass wir nicht allzu viel weglassen. Deswegen schreiben wir hier mal über, lernen wir hier mal über die Gesundheitsverhältnisse in Europa. Die Gesundheitsverhältnisse in Europa, also auch in Deutschland, sind angesichts der hochentwickelten Kultur beklagenswerte, obgleich längst über 15 Millionen Naturheilanhänger in einer erfolgreichen Regeneration leben. Die hohe Kindersterblichkeit, die Angstgeburten und das Sterben in den blühenden Lebensjahren findet man fast nur noch bei jenen Menschen, welche die Naturheillehre nicht befolgen. Ebenso hängt davon die Misere des Geburtenrückganges und das chronische Krankheitselend ab, soweit es sich um die Zeit vor dem Kriege handelt. Also wir sprechen hier vor der Zeit des ersten weltweiten Inquisitionskreuzzuges, der allgemein als Erster Weltkrieg betitelt wird. Tausende ehrliche Ärzte und unzählige Menschenfreunde klagten die Arznei- und Impfbehandlung bezüglich der hohen Kindersterblichkeit an und beklagen es, dass wir fast allein noch das bedenkliche Impfgesetz besitzen, welches in anderen Ländern als schädlich beseitigt worden ist. Statt zu impfen, müssen wir die Brutnester ausrotten, in welchen Scharlach, Blattern, das ist ein anderes Wort für Pocken, Masern und Syphilis geboren werden, sagt mit logischer Konsequenz der Medizinalrat Dr. Kiel. Über 100 verschiedene Impfkrankheiten als schädliche Impffolgen haben Impfärzte wie Sanitätsrat Dr. Fürst in Berlin festgestellt. Zitat: Die Zwangsimpfung macht den Mord gesetzmäßig, erklärten Dr. Med Mitchell und Dr. Med Brody im englischen Parlament. Also, hier sprechen wir über die sogenannte Eugenik, hier sprechen wir über geplanten Völkermord, wie wir das heute im Jahre 2021 ja auch kennen. Dr. Med Nittinger sagt in seinem Testament auf Seite 111, Zitat: Das Impfwesen ist das brennendste Unrecht, die tiefste Schmach, das furchtbarste Unheil, das dem Menschengeschlechte jemals angetan wurde. Und der Ministerpräsident Freiherr von Bienert im österreichischen Reichsrat hatte ja bereits gesagt, dass wir mit der über das hat ja über die Einführung des Impfgesetzes bereits gesprochen. Deswegen sagt er eben hier dasselbe Zitat nochmal, wie es auf der ersten Seite steht. Das lese ich jetzt nicht nochmal vor. Aber wir sehen dann im nächsten Absatz, finden wir hier: Der Impfzwang ist ebenso scheußlich wie der im Mittelalter durch die Inquisition ausgeübte Glaubenszwang. Das bekundet Dr. Med Kröning aus Kassel, indem er die Empfindung von über 60 Millionen Deutschen ausdrückte.
Das ist ungefähr die Bevölkerungszahl, die das riesige Deutschland damals in 1920 hatte. Das war damals ja noch ein wenig größer als heute. Der Impfzwang ist ebenso abscheulich wie der im Mittelalter durch die Inquisition ausgeübte Glaubenszwang. Naja, dann erklärt sich natürlich auch der Titel dieser Videoserie Impfquisition, eine Zusammenstellung aus Impfen und Inquisition. Weil mit der Inquisition, was ja im Grunde nichts anderes heißt als eine Unterfragung, ja, inquirieren heißt Fragen stellen, und man will mit der Inquisition, mit den Fragen stellen, ja eigentlich nur dahinter kommen, wie denkt der Mensch? Und wenn wir dann herausgefunden haben, dass der Mensch nicht so denkt, wie die römisch-katholische Kirche es aufträgt, dann muss der Glaube, da müssen die Gedanken, die Denkweise dieses Menschen geändert werden. Mit anderen Worten, er muss auf Linie gebracht werden. Er muss denken, wie Rom denkt. Und wenn er nicht will denken, wie Rom denkt, dann wird er gefoltert. Und entweder wird er aufgrund der Folterung seine Meinung ändern und wird sein Denken umstellen. Und dann werden wir ihn ermorden, weil er ist doch nichts wert. Oder aber er wird seine Denkweise nicht umstellen. Er wird bei seinen häretischen, also antirömischen Gedanken gut bleiben. Und dann werden wir ihn auch umbringen. Nämlich genau deswegen. Aus der Inquisition, aus den Inquisitionskellern sind die Leute nicht mehr rausgekommen, selbst wenn sie gestanden haben. Und die paar, die rausgekommen sind, naja, die waren für ihr Leben entstellt, wahrscheinlich. Aber da gibt es verschiedene andere Bücher, wo man darüber lesen kann. Und ich lese ja auch diesen Dreiteiler von Henry Charles Lear über die Inquisition. Ich wollte fast Impfquisition sagen. Über die Inquisition im Mittelalter. Und da werden wir ja auch noch auf die Themen zu sprechen kommen. Da sind wir noch mal ganz am Anfang, im ersten Band bis jetzt. Aber ihr begreift jetzt, warum der Titel Impfquisition eigentlich gewählt wurde. Hier in dem Buch Der Impfspiegel, das ich übrigens vollständig gelesen habe vor einiger Zeit, kommt die Aussage, dass der Impfzwang ebenso scheußlich ist wie der im Mittelalter durch die Inquisition ausgeübten Glaubenszwang. Nun, die Menschen heutzutage im 21. Jahrhundert sind sich gar nicht mehr davon bewusst, dass eine Inquisition im Mittelalter tatsächlich stattgefunden hat und was das alles beinhaltete. Und wie lange die war und wie grausam sie war und was die Gründe dafür waren. Deswegen fangen sie es heute von vorne an. Heute machen sie es unter dem Banner der Impfung. Ja, damals haben sie es gemacht unter dem Banner der Gedankenimpfung. Heute ist es die materielle Impfung mit irgendwelchen Giften, die sie zusammenmixen, um das den Menschen in den Körper zu spritzen. Ja? Und dieses Buch Der Impfspiegel befasst, wie gesagt, 500 Gutachten, Urteile und vernichtende Aussprüche ärztlicher und sonstiger Autoritäten. Und wir werden uns eine ganze Zeit lang mit beschäftigen und ich werde da auch ein paar Bilder mit reinnehmen, weil auf einigen Seiten sind Bilder damit da und da ich das ja jetzt hier mit der Kamera mache, sehen wir die Bilder dann ja auch. Aber alleine schon diese Einleitung sollte einem jeden Zuschauer, auch wenn er jetzt erst neu zu dieser Serie, obwohl es hier jetzt ja der 10. Teil ist, zugestoßen ist, sollte einem jeden Zuschauer deutlich machen, worum es hier eigentlich geht. Es geht um nichts weiter als um A. Gehorsam und B. Macht durchzusetzen. Gehorsam. Wie kann man das jetzt am besten ausdrücken? Im Englischen sage ich das immer schön, aber da muss ich das mal eben ins Deutsche übersetzen können. Obedience is the highest form of. So, Entschuldigung, ich bin wieder da. Da hatte mich gerade jemand angerufen, um meinen Rollladen, der defekt ist, zu reparieren, aber das schaffte er heute nicht mehr. Deswegen musste ich mein Telefon anlassen und deswegen eben die Störung. Jetzt aber keine große Lust, das rauszusuchen, wo das genau in dem Video ist und das rauszuschneiden. Ich glaube, ich habe meinen Punkt ziemlich gemacht. Ich weiß nämlich auch gar nicht mehr, wo ich war. Also wir gehen zurück in das Buch Der Impfspiegel in Wort und Bild und berücksichtigen noch einmal die Aussage hier, der Impfzwang ist ebenso scheußlich wie der im Mittelalter durch die Inquisition ausgeübte Glaubenszwang, bekundet Dr. Med. Gröning in Kassel, indem er die Empfindung von über 60 Millionen Deutschen ausdrückte, die übrigens Anfang des 20. Jahrhunderts noch wussten, wo die Inquisition für gestanden hat, die noch wussten, was die Inquisition war.
Und deswegen mache ich ja heute die Lesung über die Inquisition, dass wir das wieder ins Gedächtnis rufen oder in die Kenntnis der Leute zurückrufen. Menschen und Gesundheitsfreunde mache ich auch auf unseren Naturalistenbund aufmerksam, dessen Paragraph 2 lautet, Zitat, der Zweck des Bundes, also des Bundes der Menschen und Gesundheitsfreunde, in dem Naturalistenbund, der Zweck dieses Bundes ist die vorübergehende oder dauernde Unterstützung für die im Lebenskampfe schwach und alt gewordenen Männer und Frauen oder deren unversorgte Kinder, welche im Geiste der naturalistischen Weltanschauung, Naturheilkunde, Vegetarismus, Alkohol und Tabakabstinenz gewirkt und gelebt haben. Ende Zitat. Nun, ich habe es noch nicht gesagt, aber ich sage es jetzt noch mal eben, bevor wir überhaupt in dieses Buch reingehen. Dieses Buch, wie ich bereits angeholt habe, befasst sich mit mehr als 500 Gutachten, Urteilen und vernichtenden Aussprüchen. Aber die sind alle nicht bibelbasiert. Ich habe das ganze Buch durchgelesen und ich glaube, ich bin sehr wenig irgendwelche Bibelfeste, habe sehr wenig irgendwelche bibelfesten Menschen in diesem Buch getroffen. Aber in dieser Welt gibt es nun mal mehr Menschen, die von der Bibel nichts wissen müssen und die von Gott nichts wissen müssen, als Menschen, die das wollen. Wie wir, die wir jetzt meistens wohl diese Serie uns hier jetzt angucken und auch den Sinn des Titels, wie gesagt, Inquisition auch richtig verstanden haben. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja auch in der Welt da draußen, wovon wir wissen müssen, dass die Bibel sagt, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. In der Welt da draußen gibt es auch viele Menschen, die trotzdem andere Menschen gerne haben, auch wenn sie es nicht im christlichen Sinne machen, ja? Weil sie nicht das Gebot Jesu Christi befolgen, der gesagt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selber, die das zwar tun, aber die das aus anderen Beweggründen tun, das heißt, die nicht dieselbe Art Liebe zeigen, wie ein Christen Liebe zeigt. Und das ist dann wieder ein ganz anderes Thema, aber das sind dann die sogenannten guten Menschen in dieser Welt. Weil die Bibel natürlich deutlich sagt, keiner ist gut oder keiner ist rechtschaffen, einen auch nicht einer. Ja? Diese Menschen begreifen das nicht, sie denken, dass sie gut sind, eben weil sie sich für die Allgemeinheit oder für die Menge der Menschen, die Masse der Menschen einsetzen, aber das macht sie immer noch keine guten Menschen. Ja? Die Bibel sagt, keiner ist gut und solange ich das nicht eingesehen habe, bin ich halt verloren. Trotzdem ich verloren bin, kann ich aber trotzdem für das Wohl meiner Mitmenschen einstehen. Und kann ich, wenn ich Fehler entdecke, aufschreien und kann diese Fehler anprangern. Und genau das tun die Menschen in diesem Buch Der Impfspiegel. Und ich will jetzt Schluss machen mit der Einleitung. Ich will wirklich jetzt in das Buch hineingehen und möchte euch ein paar Dinge daraus vorlesen, weil das ist wirklich, wirklich die Mühe wert. Und wir werden wahrscheinlich im Endeffekt das ganze Buch lesen, nur nicht eben in einem durch. Das ist das, was ich halt gesagt habe, was ich so nicht mehr mache. Also, wir fangen hier jetzt auch mal an mit ein paar interessanten Zitaten. Und das Problem ist natürlich, das Buch ist, wie gesagt, von 1920. Es gibt unglaublich viele Zitate aus diesem Buch aus dem 19., teilweise sogar aus dem 18. Jahrhundert oder noch früher. Und dazu ist es natürlich nicht so leicht, die Menschen, die dann oftmals angeholt sind, hier zum Beispiel Dr. Med Mitchell und Dr. Med Brody oder Dr. Med Nittinger oder in diesem Fall Dr. Med German aus Leipzig, da Bilder rauszusuchen. Ich habe es mit dem Universitätsprofessor heute Nachmittag versucht und klappt nicht. Den Dr. Alfred Russel Wallace. Also das ist einer von Englands berühmtesten Naturforschern. Von dem habe ich sogar auf Wikipedia Informationen gefunden. Da sprechen wir auch gleich drüber. Aber hören wir erstmal an, was Dr. Alfred Russel Wallace zu sagen hat. Er sagt, Zitat, die Aufhebung aller Gesetze, welche die Impfung erzwingen oder befördern, ist wesentlich wichtiger und unaufschiebbarer für die Lebensinteressen der Menschheit als irgendein politisches Programm. Und das erinnert mich doch an die Zeit, in der wir heute leben. Wie gesagt, wir haben heute den 12. November. Dieses große internationale Treffen in Glasgow, das nennt sich COP26. Ne, das ist also Kooperation von Parteien. Also das sind diese ganzen Willigen, die gerne etwas am Weltklima machen wollen, aus politischen Gründen. Das finden die alles ganz wichtig. Und der Doktor
Alfred Russel Wallace sagt, dass die Aufhebung aller Gesetze, welche die Impfung erzwingen oder befördern, und da haben wir ja im Augenblick genug von in dieser Welt, das ist wichtiger und unaufschiebbarer für die Lebensinteressen der Menschheit als irgendein politisches Programm. Und diese Erwärmungstheorie, diese globale Erwärmung, dieser globale Klimawandel, das ist nur ein politisches Programm. Und wir Christen wissen das. Also anstatt sich darauf zu konzentrieren, die Aufhebung von Gesetzen in Gang zu bringen, welche Impfung erzwingen, oder diese Maßnahmen an Banden zu legen, die im Augenblick überall wuchern, wo Geimpften jetzt ab Montag in Österreich Hausverbot auferlegt wird, das heißt auch die Leute im Grunde arbeitslos gemacht werden, sie nur noch zum dringenden Einkaufen und Ärztebesuch das Haus verlassen dürfen, das ist jetzt Österreich, das wird in anderen Ländern noch folgen. Solche Dinge aufzuheben, ist wichtiger als das politische Programm, wie zum Beispiel das politische Programm der Klimaerwärmung. Weil was anderes ist es nicht. Es ist ein politisches Programm, weil das Klima erwärmt sich nicht in der Hinsicht, wie sie uns das gerne weismachen wollen. Wir müssen nur mal die Bibel lesen. Ja? Wir müssen zum Beispiel mal Deuteronomium, das Kapitel 28 lesen, dann verstehen wir, warum die Erde so reagiert, wie sie reagiert. Und auch im Petrusbrief, ich glaube im ersten oder im zweiten Petrusbrief, ich weiß gar nicht mehr genau, ich habe heute ein Video von Steve Wahlberg gesehen, wo er das in Englisch erklärt hat, da steht auch drin, wenn Jesus zurückkommt, wird sowieso die ganze Erde verbrannt. Also natürlich wärmt das vorher an. Die Hitze fängt langsam an zu steigen und zu einem bestimmten Zeitpunkt kommt Jesus Christus dann wieder. Ne? Das steht alles so in der Bibel beschrieben. Das ist kein menschengemachter CO2-Ausstoß, der einen Klimawandel zustande bringt. Am witzigsten fand ich dann noch, ich habe gerade eben noch gelesen, dass der Al Gore wohl gesagt, ja, John Kerry, Entschuldigung, John Kerry wohl gesagt hat, dass Erdöl- und Erdgassubventionen zu geben, ja, reiner Selbstmord ist, sowas in der Richtung hatte er behauptet. Und der John Kerry kommt natürlich aus derselben Ecke wie Al Gore, der damals mit seinem Video, das hieß im Englischen An Inconvenient Truth, das heißt im Deutschen so viel wie eine unbequeme Wahrheit, das müsst ihr euch mal angucken, wenn ihr das nicht kennt, wo er auf Basis der Evolutionstheorie, die natürlich auch eine Lüge ist, erklärt hat, wie die Welt verschiedene Male durch Klimawandel ging. Das heißt, wo es wärmer wurde, wo es kälter wurde. Komischerweise hat das da immer hunderttausende Jahre oder Millionen von Jahren gedauert, das Klima zu verändern. Heute geht sowas ganz zack auf zack in den letzten 40 Jahren. Weil mir haben sie vor über 40 Jahren in der Grundschule noch gelernt, dass eine Eiszeit kommt. Das war so in den 70er Jahren, was in der Schule gelehrt wird. Und seit Anfang der 2000er wird eben gelehrt, dass die Erde sich erwärmt. Also auf einmal ist das so innerhalb der ganz kurzen Zeit möglich. Und Al Gore mit seiner Hockeyschläger-Theorie wurde ja inzwischen auch als Lüger entlarvt, ne? Wo er ja so ein Diagramm gezeigt hat, wo der CO2-Ausstoß da wie ein Pfeil in die Luft ging. Und das wurde ja auch bereits widerlegt als eine Lüge. Und Al Gore und John Kerry kommen halt aus demselben Fach. Und die beschäftigen sich mit Klimawandel oder das, was uns als Klimawandel verkauft wird. Das ist eine rein politische Agenda. Eine Agenda, um den Leuten noch mehr das Geld aus der Tasche zu ziehen, um die Leute noch ärmer und abhängiger zu machen, als sie es schon sind. Und deswegen musste ich, als ich diesen Spruch hier gelesen habe, gerade eben, genau daran denken, wie diese zwei Agenten doch wunderbar zusammenfassen. Die Aufhebung aller Gesetze, welche die Impfung erzwingen oder befördern. Also es muss nämlich ein Impfzwanggesetz geben. Alleine schon die Impfung zu fördern ist genug. Und so eine Maßnahme sollte aufgehoben werden, weil das ist wesentlich wichtiger und unaufschiebbarer für das Interesse der Menschheit als irgendein politisches Programm. Und da musste ich halt an die globale Erwärmung denken. Nun, Dr. Alfred Russel ist auch ein Evolutionist. Er ist kein bibelgläubiger Christ, aber trotzdem habe ich mir aus Wikipedia einen Absatz damit rauskopiert aus seiner Seite, die man in Wikipedia findet. Der Link ist hier unten dran. Den gebe ich euch auch in der Beschreibungsbox des Videos mit.
Da steht also drin, zu Beginn der 1880er Jahre. Er hat gelebt, ich glaube, von 1920 oder so, 1820 bis 1912. Dann 1912 ist er jedenfalls gestorben. Anfang des 19. Jahrhunderts ist er geboren irgendwann. Zu Beginn der 1880er Jahre beteiligte sich dieser Wallace an der politischen Debatte um die Einführung der obligatorischen Pockenschutzimpfungen im Vereinigten Königreich. Und die Pockenschutzimpfung ist ja das, worüber wir im Buch Die schlimmsten Jesuiten sprechen werden und ist auch das, worauf hauptsächlich hier der Impfspiegel in Wort und Bild zurückgreift. Ja? Und der Wallace hat sich also an der politischen Debatte um die Einführung der obligatorischen, also verpflichteten Pockenschutzimpfung im Vereinigten Königreich beteiligt. Anfangs betrachtete er die Impfung vor allem als unvereinbar mit den Persönlichkeitsrechten. Das finde ich persönlich auch. Ja. Die Impfung ist unvereinbar mit Persönlichkeitsrechten aus dem einfachen Grunde, weil mein Körper angegriffen wird. Mein Körper wird geschädigt durch eine Nadel, die durch die Haut gestochen wird. Das ist Körperverletzung. Ganz klipp und klar. Dass wir aber hier im römischen System uns darauf nicht berufen können, ist wieder eine andere Sache. Okay? Doch nach dem Studium der vor allem von Aktivisten der Anti-Pockenschutzimpfung-Kampagnen verbreiteten Statistiken zweifelte dieser Dr. Wallace an der Wirksamkeit der Impfung überhaupt. Also, sobald man sich einmal die wahren Anti-Pockenschutzimpfungskampagnen und Statistiken anschaut, dann beginnt man zu zweifeln an der Wirksamkeit der Impfung. Wenn wir uns heute in 2021 mal die wahren Corona-Schutzimpfungskampagnen und verbreiteten Statistiken anschauen, dann werden wir auch an der Impfung zweifeln. In jener Zeit war die Keimtheorie zur Erklärung der Ausbreitung von Krankheiten noch nicht weit verbreitet und auch kaum erkannt. Wir müssen bedenken natürlich, das ist ein Artikel aus Wikipedia. Wikipedia ist natürlich ganz weit weg von Gott, so ungefähr so weit weg von Gott, wie der Westen vom Osten entfernt ist. Ja? Aber der Punkt ist, wenn die hier von irgendwelchen Keimen und sowas sprechen, dass die natürlich was ganz anderes meinen, als was es wirklich ist. Nur selbst hier wird zugegeben, dass eben damals man noch gar nicht so wahnsinnig viel wusste von irgendwelchen Keimen, lass stehen von irgendwelchen Viren. Ja? Aber da kommen wir dann ja auch in dem Buch über die schlimmsten Jesuiten nochmal zu und vor allen Dingen auch im Viruswahn über Koch und Pasteur kommen wir da noch einige interessante Dinge zu erfahren. Auch war wenig über das menschliche Immunsystem bekannt, um die Wirkmechanismen der Impfungen zu verstehen. Während seiner Recherchen stieß Wallace auf einige Fälle, in denen Unterstützer der Impfprogramme fragwürdige Statistiken zur Argumentation verwendet hatten. Fragwürdige Statistiken. Na, schaut euch mal die ganzen Statistiken von heute in der Corona-Zeit an, die sind auch fragwürdig, weil man gar nicht weiß, worauf die sich genau basieren. Was nehmen die eigentlich als Basis? Ja? Kleines Beispiel, wer sich da ein wenig mit beschäftigt hat, mit den belegten Betten in den Intensivstationen. Ja, das kann ja wohl sein, dass sie ziemlich ausgelastet sind. Nur was sie euch nicht dabei zählen, ist, dass sie kurz vorher 50 oder mehr Prozent aller Betten abgeschafft haben, also aller Intensivbetten abgeschafft haben. Dass, wenn dann irgendwas kommt, dass das auf einmal dann ein bisschen mehr Betten fragt, dass man dann zu einer höheren Auslastung kommt, ist ja wohl logisch, ne? Wenn ich 2000 Betten habe, ich schaffe 1500 ab und auf einmal sind 400 belegt, dann ist die Belegung auf einmal 80%, wo sie vorher vielleicht mal gerade 20 war. Ne? Fragwürdige Statistik. Wallace, seit jeher misstrauisch gegenüber jedweder Autorität und so ist ein jeder Christ. Ein jeder Christ ist misstrauisch gegenüber jedweder weltlichen Autorität, weil wir wissen, dass die weltlichen Autoritäten im Dienste des Antichristen sind. Wallace kam so zur Überzeugung, dass das verminderte Auftreten von Pocken nach Impfungen auf die verbesserten hygienischen Bedingungen zurückzuführen sei. Wir reden hier über 1880. Damals gab es noch keine Zentralheizung und fließendes warmes Wasser und überall eine Wassertoilette, wie wir das haben. Ja? Auch unterstellte er, dass die praktizierenden Ärzte ein Interesse an der Einführung der Impfung hätten. Also mit anderen Worten, oh, die Ärzte würden ja an der Impfung verdienen.
Ja, da müssen wir uns noch mal einige Seiten in dem Buch Der Viruswahn angucken. Es steht da alles drin. Wenn ihr das Buch euch noch nicht beschafft habt, Der Viruswahn von Dr. Köhnlein, besorgt es euch. Die paar Euronen sind es absolut wert, das Buch anzuschaffen. Was man da sieht, und wenn man jetzt schon mal die Zeitung ein wenig verfolgt, Moderna hat jetzt. Die haben ja ein Patent angemeldet für ihre Impfung. Und ich habe jetzt gerade gelesen, dass es da einen Streit gibt mit, ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Land das war, wo das entwickelt wurde. Und da wollten auch einige Ärzte sich an der Entwicklung der Impfung von Moderna beteiligt haben. Die wollten jetzt auch gerne ein bisschen von dem Rubel abkriegen. Und Moderna schlägt denen einfach die Tür zu und sagt, nö, ihr wart gar nicht maßgeblich beteiligt daran. Das waren alles Leute, die bei Moderna arbeiten und die werden dafür bezahlt und ihr habt da überhaupt kein Recht drauf. Wir sprechen hier über Milliardengewinne, dass die verschiedenen Pharmakonzerne im Augenblick machen. Aber da spricht komischerweise in den Nachrichten abends um 7 oder um 8 kein Mensch drüber, ne? Und dass die praktizierenden Ärzte ein Interesse an der Einführung der Impfung hätten. Warum? Ja, weil sie an jeder Impfung verdienen. Wenn ich die Leute ständig impfen kann, dann habe ich ein festes Einkommen. Da muss ich gar nicht mehr arbeiten. Ist das nicht praktisch? Besonders wiesen Wallace und andere Gegner der Impfpflicht darauf hin, dass die Impfung oft unter unhygienischen Bedingungen durchgeführt wurde und deshalb alleine schon potenziell selbstgefährlich sei. 1890, also 10 Jahre später, legte Wallace seine Ergebnisse einer Untersuchungskommission vor, die sich mit dieser Kontroverse beschäftigte. Diese Kommission bemängelte Fehler, vor allem bezeichnete sie einige der verwendeten Statistiken als fragwürdig. Nun, das wäre genauso, wie wenn man heute zu der Re Bundesregierung gehen würde und die Bundesregierung fragen würde, doch einmal bitte die Statistiken des Robert-Koch- oder Paul-Ehrlich-Instituts genauer anzuschauen und doch vielleicht mal festzustellen, ob das vielleicht auch alles wirklich so korrekte Zahlen sind. Das findet natürlich nicht mehr statt. Damals, 1890, nicht weil es eine königliche Kommission, Royal Commission war, sondern weil damals England noch ein wenig protestantischer war, auch als es das heute ist. Damals gab es noch einen ziemlichen Widerstand gegen Rom. Heute nicht mehr. Und in England 30 Jahre später auch viel weniger. Aber damals, rund 1890, wurden tatsächlich von dieser königlichen Kommission Fehler bemängelt. Vor allem wurden einige der verwendeten Statistiken als fragwürdig bezeichnet. Warum ist eine Statistik denn fragwürdig? Doch nur weil die aufgenommenen Daten darin Anlass geben, nachzufragen, ob diese Daten auch wirklich korrekt sind. Nun, in der medizinischen Zeitschrift The Lancet, die gibt es also heute noch und die gab es damals schon, wurde der Vorwurf erhoben, dass er, also Wallace, und dass er und andere Aktivisten der Bewegung gegen die Impfpflicht Statistiken selektiv verwendeten und Daten ignorieren würden, die ihrer Position widersprechen. Die Königliche Kommission schätzte die Impfung als wirksam ein und empfahl die Beibehaltung der Impfpflicht, doch auch einige Änderungen der Impfmethoden, um die Sicherheit der Prozedur zu erhöhen. Auch empfahl sie, bei verweigernden Patienten weniger harte Strafen anzuwenden. Jahre später, nämlich 8, ergriff Wallace die Ergebnisse der Kommission erneut in einem Pamphlet an. Erneut folgte in The Lancet der Vorwurf, dass seine Argumente dieselben Fehler wie die ursprünglich vorgelegten Statistiken enthielten. Das ist Wikipedia. Das muss man immer nehmen mit einem großen Körnchen Salz, was man hier liest. Die schreiben bei lange nicht die ganze Wahrheit. Wenn man sich jetzt da wirklich rein vertiefen würde, den Wallace von verschiedenen Seiten beleuchten würde und die Dinge, die damals gelaufen sind, sich genau angucken würde, ja. Heute ist das auch nicht weiter verwunderlich, dass irgendwelche Fachzeitschriften, sogenannte Fachzeitschriften, andere Fachpersonen, also andere Doktoren oder Professoren, die ihnen eben nicht nach der Linie sprechen, dass die schlecht gemacht werden. Das war damals so und das war heute so. Also was The Lancet hier mit dem Wallace macht, ist ja im Grunde heute in 2021 immer noch so. Ich fand diesen Teil des Artikels interessant, um euch mal eben vorzulesen, dass wir wissen, wer derjenige ist, der hier die Aussage trifft, dass die Aufhebung aller Gesetze, welche die Impfung erzwingen oder befördern, wesentlich wichtiger und unaufschiebbarer für die Lebensinteressen der Menschheit ist als irgendein politisches Programm. Ein zweites Zitat hier lautet:
von Universitätsprofessor Dr. Med. German aus Leipzig, Zitat: Die Abschaffung des Impfzwanges ist die dringendste Angelegenheit für unser deutsches Vaterland. Das Impfwesen ist das brennendste Unrecht, die tiefste Schmach, das furchtbarste Unheil, das dem Menschengeschlecht jemals angetan wurde, sagt Dr. Med. Nittinger in seinem Werk Testament auf Seite 111. Die Zwangsimpfung macht den Mord gesetzmäßig. Dr. Med. Mitchell und Dr. Med. Brody im englischen Parlament. Also, Zwangimpfen ist Mord. Jetzt kann man natürlich sagen, von der Jörg, da übertreibst du, aber na, weiß ich nicht. Wenn man sich die Beipackzettel der verschiedener Impfstoffe einmal anschaut, überhaupt verschiedener Impfstoffe, jetzt gar nicht mal nur in dieser Zeit mit Corona und Grippe und den ganzen Quatsch, sondern auch andere, da steht oftmals bei den Nebenwirkungen mit bei, dass sogar der Tod eintreten kann als eine Nebenwirkung. Und wir wissen ja, dass eine Nebenwirkung gar keine Nebenwirkung ist, sondern ein unbeabsichtigter Haupteffekt der Medizin ist. Ja? Und wenn ich also jemandem eine Spritze setze, wo die Möglichkeit besteht, dass er dadurch zu Tode kommt, ja, dann mache ich mich doch des Mordes schuldig, oder? Weil ich vorsätzlich der Person eine Spritze setze, von der ich weiß, dass sie ihn töten kann, dass sie ihn umbringen kann. Ich möchte euch mal hier ein Bild zeigen. Ärzte sollten nicht impfen, ohne folgende Schrift gelesen zu haben. Impftod. Biografie der internationalen medizinischen Literatur über Impfschäden und so weiter von Professor Dr. H. Molenaar. Mehr als 1500 ärztliche Urteile zum Preis von einer Mark. Auch erschien, ich glaube, irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Impftod. Das sollten die Menschen gelesen haben. Man sollte sich nicht impfen lassen. Ein Mahnwort an die denkende Menschheit. Siehe da, mein Sohn, mit wie wenig Weisheit diese Welt regiert wird, sagt Oxenstierna, Kanzler Schwedens. Mit siehe da, mein Sohn, da denke ich schon beinahe an das alte Rom, ne? Das ist fast so ein Ausspruch, wie die alten Cäsaren ihn gebracht haben. Ne? Mit wie wenig Weisheit diese Welt regiert wird. Ich antworte darauf mal eben lateinisch. Mundus vult decipi, ergo decipiatur. Abseits der Naturgesetze geht die sogenannte wissenschaftliche Medizin den Weg nicht echter Heilkunst, sondern gefährlicher, unberechenbarer Heilkünstelei. Mit dem Tamtam einer Jahrmarktsbude werden Heilmittel auf Heilmittel in endloser Reihe und in unberechenbarer Giftstärke auf den medizinischen Markt geworfen, angeblich zum Wohle der leidenden Menschheit, in Wahrheit zum Wohle der chemischen Industrie, die diesen Markt versorgt, der gewinnlüsternden Aktionäre sowie der patentierten und approbierten Erfinder dieser Heilmittel. Hier nur ein ganz kleiner Kommentar von mir. Ihr kennt alle einen sicheren, wie heißt er wieder? Nicht Rockefeller, der damals da, oder war das Rockefeller? Der das US-Ölimperium aufgebaut hat. Das war Rockefeller, ne? Ja. Der hat damals, da steht glaube ich im Buch Die Impfquisition drin, in dem Buch Der Viruswahn drin, der hat damals Erdöl verkauft, das den Leuten tatsächlich eingespritzt wurde. Erdöl als Medizin verkauft und auch Heroin. Ja, das steht auf der Seite da mit den Herointampons, glaube ich, damit drin. Das war, glaube ich, der Rockefeller, der damit seine Millionen gemacht hat. Ne? Da muss man, wenn man das gelesen hat, ganz deutlich dran denken, an diese Aussage, wenn man das hier liest. Ne? Dass also Heilmittel über Heilmittel in endloser Reihe und unberechenbarer Giftstärke auf den medizinischen Markt geworfen, angeblich zum Wohl der leidenden Menschheit, in Wahrheit aber zum Wohl der chemischen Industrie, die eben auf
Leute wie Rockefeller aufbaut, die diesen Markt versorgt, der gewinnlüsternden Aktionäre sowie der patentierten und approbierten Erfinder dieser Heilmittel. Approbierten, patentiert, hier, patentiert, ja, die ganzen Corona Impfstoffe sind alle patentiert. Ja, die kannst du nicht nachmachen. Könntest du sowieso nicht, weil du nicht weißt, was da alles für eine Schweinerei drin ist, aber davon jetzt mal abgesehen, die Firmen haben sich das alles patentieren lassen. Die verdienen da Milliarden mit. Da spricht komischerweise keine einzige Regierung darüber, ne? Die Menschenvergiftungen, die in toller, verwegener Jagd einander drängen und ablösen, arbeiten ohne Unterlass an dem Niedergange des Menschengeschlechts. Die Welt aber derer, die nicht alle werden, hört in blödem Staunen immer wieder auf den Tamtam, unbeirrt trotz einer Enttäuschung nach der anderen. Immer wieder glückt der Schwindel, der mit wissenschaftlicher Miene und dem Hokuspokus des Quacksalbers die Gläubigen am Narrenseile mit sich zieht. Und wie sollte es anders sein? Die Autoritäten werden dem Volke unter Korribantenlärm emporgeschraubt. Die Presse stimmt in ihrer Neuigkeitsjagd, in ihrem Aberglauben an die Wissenschaft mit ein. Und der Staat steht mit seiner ganzen Gewalt als williger Handlanger und Mäzenas auf ihrer Seite. Mäzenas war der Finanzierer früherer römischer Kaiser, daher der Name Mäzen. Ja, das war ein sehr, sehr reicher Mensch im alten römischen, heidnischen römischen Reich. Anstatt die Rolle des ehrlichen Maklers und gerechten Mittlers zwischen den streitenden Lagern der Heilkunst zu spielen. Also, ich habe ja auch schon in einem der letzten Videos gesprochen von der Staatsmedizin. Und wenn der Staat von der Kirche kontrolliert wird, ne, also wenn die geistige Macht, die säkuläre, die weltliche Macht beherrscht und die weltliche Macht die Medizinmacht beherrscht, die Pharmamacht beherrscht oder den Anschein gibt es zu tun, dann wird Letztere natürlich auch durch die geistige, also die religiöse, die kirchliche Macht kontrolliert. Ja. Und genau das muss man sich in Erinnerung rufen, wenn man diesen Satz hier liest. Die Presse stimmt in ihrer Neuigkeitsjagd und ihrem Aberglauben an die Wissenschaft mit ein, weil die Presse ist kein Kontrolleur der Pharmaindustrie, sondern ein Sprachrohr. Sie ist das Propagandaorgan der Pharmaindustrie. Und der Staat steht mit seiner ganzen Gewalt als williger Handlanger und Mäzenas auf ihrer Seite, anstatt die Rolle des ehrlichen Maklers und gerechten Mittlers zwischen den streitenden Lagen der Heilkunst zu spielen. Und derjenige, der das hier geschrieben hat, weiß nichts von der Bibel, sonst hätte er uns hier gleich gesagt, ja hör mal, der Staat kann das gar nicht, weil der Staat wird von der Kirche kontrolliert. Und das ist eben genau das, was ich meine. In solchen Büchern ist zu wenig herauszufinden eigentlich, was jetzt wirklich gemessen an der Bibel die Wahrheit ist. Das durch die allopathischen Irrlehren verführte Volk ist jeher auch zu seiner Selbstverblendung erzogen, welche Millionen schon das Dasein verelendete. Der Glaube, man könne nach jahrelang fortgesetzter Übertretung unumstößlicher Naturgesetze mit einem plötzlich und stark wirkenden Heilmittel der Sündenlast, das heißt des Leidens, ledig werden, als bedürfe es nicht wiederum langer planmäßiger Befolgung eben jener Lebensgesetze, deren Missachtung man zu büßen hat, ist der verhängnisvolle Irrtum. Irrt euch nicht, die Natur lässt ihrer nicht spotten. Ich ändere den Satz ein wenig ab. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Das Wort will man nicht verstehen lernen, das Wort, die Bibel, Jesus Christus. Vielmehr meint man mit lustig gelebt und selig gestorben, der Lebensführung letzten Schluss gefunden zu haben. Lustig gelebt, verdorben, gelitten und elend gestorben ist aber der wirkliche Lebensgang. Und deshalb ist jene trügerische und betrügerische Heilkunst zugleich im ärgsten Grade unsittlich.
Sie verlangt vom Menschen keine Einkehr. Sie verlangt vom Menschen keine Selbstzucht, sondern sie lässt ihn vielmehr in seinem Wahne dahingehen, als könne seiner Sündensaat durch medizinische Zaubermittel in einem Abrakadabra getilgt werden. Eine gründliche Lebensordnung und peinlichste Beobachtung der natürlichen Lebensgesetze sei nicht nötig, lautet die irre Lehre. Wenn man das jetzt mal in biblischen Termen versteht, dann steht eben, dass wir eben auch ohne Jesus durch das Leben gehen können. Wir müssen nur zum Priester gehen und dem unsere Sünden beichten, 10 Ave Maria beten, 100 Euro in die Ablasskasse einbezahlen und voilà, unsere Sünden sind vorbei. Und genau auf demselben System funktioniert das ganze medizinische Prinzip. Ja? Oh, mir tut es hier irgendwo weh, ich gehe schnell zum Arzt oder zur Apotheke und hole mir eine Pille dagegen. Gegen jedes kleine Wehwehchen gibt es irgendwo ein Mittel. Das Wehwehchen habe ich aber, weil ich gesündigt habe gegen meinen Körper, weil ich geraucht habe, weil ich getrunken habe, weil ich irgendwas gemacht habe, mich schlecht ernährt habe, mich nicht bewegt habe und so weiter. Die Qual kommt als Resultat der schlechten Behandlung des Körpers. Jetzt beginne ich noch gar nicht mal darüber zu sagen von, unser Körper ist der Tempel Gottes, den muss man sowieso mit viel Vorsorge behandeln. Da will ich noch gar nicht mal von anfangen. Aber die Leute rauchen, saufen und machen alle anderen möglichen Dinge, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Und wenn dann so eine kleine Qual kommt, dann laufe ich mal ganz schnell zum Doktor und der kommt hier mit einem Heilmittel. Mit einem Wundermittel. Und das genau ist die Art und Weise, wie die Menschen heute denken. Ich kann meine Sünden vergeben bekommen, durch dann dem Doktor das Geld zu bezahlen, für mir eine Pille zu geben oder mir eine Pille vorzuschreiben und die ich mir dann in der Apotheke besorge, ja, in diesem Esculap-Laden. Und damit ist dann gut. Das ist dasselbe System, das man mal verstehen muss. Das ist dasselbe System wie das Ablasssystem der römisch-katholischen Kirche. Nur das Ablasssystem der römisch-katholischen Kirche ist nicht christlich und das hat Martin Luther bereits 1517 erkannt und hat deswegen seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel in der Kirche veröffentlicht. Martin Luther, von wem spricht der Jörg denn jetzt hier? Von dem hier. Ich glaube, dass der Papst ein vermummter und leibhaftiger Teufel ist, weil er der Antichrist ist. Das war die Einsicht, zu der Martin Luther kam, als er sich die Bibel durchgelesen hat und danach die Bibel dann ins Deutsche für uns alle übersetzt hat. Und jetzt kann man natürlich sagen von, ja, die Bibel, okay, aber wie hilft uns denn die Bibel bitte schön mit unserer Gesundheit? In der Bibel steht ganz klar geschrieben, ja, ganz, ganz deutlich beschrieben steht in der Bibel, es ist für den Menschen einmal bestimmt, um zu sterben und danach das Gericht. Sterben tun wir sowieso. Das Einzige, was wir hier auf dieser Erde machen können, ist so gut wie möglich nach Christus Gesetzen zu leben und für Christus zu leben und für Christus zu sterben, so wie er für uns gestorben ist. Und sein Gnadensplan für uns anzunehmen. Dass wir durch den Glauben, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, auferstanden ist, in den Himmel aufgefahren ist und dass sein vergossenes Blut unsere Sünden weißwäscht, dass wir dafür seinen Namen vor dieser Welt bekennen und dass er davor auch unseren Namen vor dem Vater bekennen wird, wenn es eben zu diesem Gericht kommt. Da geht es in diesem Leben drum. Da finden wir natürlich nicht viel in diesem Buch von. Nein, aber was wir hier finden ist, dass wir, wenn wir das Buch kennen, wenn wir das Wort kennen, wenn wir das wahre Wort kennen, wenn wir Jesus Christus Wort kennen, wenn wir die Bibel kennen, dann verstehen wir diesen Satz auf eine viel bessere Art und Weise. Das Wort will man nicht verstehen lernen. Also auch die Bibel will man nicht verstehen lernen. Hier geht es um das Wort, wie Herr vorher gesagt ist, ja? Der Glaube, man könne nach jahrelang fortgesetzter Übertretung unumstößlicher Naturgesetze mit einem plötzlich stark wirkenden Heilmittel der Sündenlast, das heißt des Leidens, ledig werden. Ja? Von welchen fortgesetzter Übertretung spricht er denn hier?
Rauchen, Trinken, also Alkohol, Drogenmissbrauch, damals vielleicht noch ein bisschen weniger, obwohl das damals auch schon war. Drogenmissbrauch, falsche Ernährung, Fast Food, ja, sich überhaupt nicht mit seinem Essen beschäftigen, einfach nur irgendwas reinschlingen, um satt zu werden. Das sind alles Übertretungen gegen die Naturgesetze und auf der anderen Seite natürlich auch Übertretungen gegen Gottes Gesetz. Und dann hofft man mit irgendeinem stark wirkenden Heilmittel die Qualen, die man dann im langen Termin deswegen bekommt, damit wegmachen zu können. Das ist ein Irrglaube. Irret euch nicht. Die Natur lässt ihrer nicht spotten. Irret euch nicht. Gott lässt seiner auch nicht spotten. Das Wort will man nicht verstehen lernen. Vielmehr meint man mit lustig gelebt, selig gestorben, der Lebensführung letzten Schluss gefunden zu haben. Lustig gelebt, selig gestorben, heißt es aber nicht. Es heißt lustig gelebt, verdorben durch Trinken, also Alkohol, Drogen, Rauchen, zu wenig Bewegung, nicht in der Natur Zeit durchbringen, eine gegen die Natur gehende Lebensweise, ja, das ist verdorben. Dann gelitten, weil nämlich auf einmal diese ganzen Qualen später kamen und zum Schluss elend gestorben. Warum elend gestorben? Weil die meisten Jesus Christus nicht angenommen haben. Wenn ich Jesus Christus angenommen habe, dann sterbe ich nicht elend, dann sterbe ich glücklich. Weil ich weiß, am Tag der Auferstehung werde ich ihn sehen, wie er wirklich ist. Werde ich Jesus Christus in der Luft treffen und werde ich für ewiglich bei ihm sein. Und dann wird es eine neue Welt und einen neuen Himmel geben, wo es keine Impfung gibt, keine Krankheiten, keine Drogen, keinen Alkohol und so weiter und so weiter. Lustig gelebt, verdorben, gelitten und elend gestorben. Man muss solche Sätze mal ein wenig auseinandernehmen, um sie wirklich gut zu verstehen. Und genau dies ist der wirkliche Lebensgang. Und deshalb ist jene trügerische und betrügerische Heilkunst, also die ganze Pharmaindustrie, zugleich im ärgsten Grade unsittlich. Denn sie verlangt vom Menschen keine Einkehr und Selbstzucht. Ey, sieh mal, du bist deswegen krank, weil du rauchst, weil du Alkohol trinkst, weil du Drogen gebrauchst, weil du dich schlecht ernährst, weil du dich nicht bewegst, weil du dies, weil du das, weil du jenes. Nein, die Pharmaindustrie sagt nicht von Einkehr und Selbstzucht, sondern sie lässt den Menschen vielmehr in seinem Wahne dahingehen, als könne seiner Sündensaat durch medizinische Zaubermittel, Entschuldigung, durch medizinische Zaubermittel in einem Abracadabra, Hokuspokus getilgt werden. Eine gründliche Lebensordnung und peinlichste Beobachtung der natürlichen Lebensgesetze sei nicht nötig, lautet die Irrlehre. Nee, rauch, sauf, hur rum, mach alles, was du willst, tu, was du willst, soll das ganze Gesetz sein, hat mal einer gesagt. Das lautet die Irrlehre. Jene Lehren von den Heilgiften und Schmutzschutzstoffen ist von vornherein, also a priori, für jeden Vernünftigen, der sich die wertvollste Mitgift der Natur, nämlich den gesunden Menschenverstand, heil bewahrt hat, ein Irrtum und Trug. Und sie wird hinterher, also das Gegenteil von a priori ist dann a posteriori, durch die Erfahrungen und Misserfolge durch die gesamte Geschichte der Medizin als solcher Lug und Trug erwiesen. Man vernehme die Urteile von offenherzigen, klugen und erfahrenen Vertretern der wissenschaftlichen Medizin, welche die Hohlheit ihrer Schule rechtzeitig erkannten. Diese ehrlichen und weisen Ärzte haben mancherlei von der wissenschaftlich gut begründeten Naturheilkunde gelernt. Und sie sind deshalb umso höher zu schätzen. Ja, es gibt ehrliche Ärzte, die sich nicht der Pharmaindustrie verkauft haben. Aber es gibt wenig Ärzte, die sich nicht der Pharmaindustrie verkauft haben und zugleich stark im Wort Gottes sind.
Und ich hoffe und bete heute immer noch dafür, dass Maximilian zu genau diesen einmal gehören wird. Diese ehrlichen und weisen Ärzte haben mancherlei von der wissenschaftlich gut begründeten Naturheilkunde gelernt und sie sind deshalb umso höher zu schätzen. Eine besondere Wertung verdient sicher die Chirurgie. Als operative Medizin, nur dass sich ihre Meister durch ihre Geschicklichkeit viel zu leicht zu Eingriffen verleiten lassen, die sich als unnötig und oft als verhängnisvoll erweisen. Sie mögen unnötig und verhängnisvoll sein, aber sie bringen Geld in die Kasse. Und da sind wir wieder bei der Bibel im Timotheusbrief: Die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Ihre Kunst aber und Notwendigkeit bedeutet nichts weiter als den Bankrott der inneren Medizin. Um das mal kurz in verständlichen Worten zu sagen: Ich brauche die Chirurgie doch nur, weil ich vorher den Körper schon so vergiftet und schlecht behandelt habe, dass irgendwas mit dem Messer von außen jetzt wieder gerichtet werden muss. Ich sage euch mal eins: Meine innerste Überzeugung ist, ein jeder Eingriff in den menschlichen Körper, der es erfordert, in den menschlichen Körper einzugreifen, auf eine unnatürliche Art und Weise, das heißt ihn aufzuschnitten, einzustechen, aufzuschlitzen oder sonst was zu machen, ist antichristlich. Das ist meine Meinung. Die müsst ihr nicht teilen. Aber vielleicht könnt ihr mal drüber nachdenken, dass alle sogenannte Medizin oder medizinischen Eingriffe, die es erfordern, mich aufzuschlitzen, unnötig sind. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. So zum Beispiel, wenn jemand einen Blinddarm, eine Blinddarmentzündung oder einen Blinddarmdurchbruch hat. Ja, da muss man was machen. Ich weiß nicht, inwieweit jetzt der Blinddarm eventuell auch gerettet werden kann, dadurch, dass man sich eben auch vernünftig ernährt, keine Drogen nimmt, keinen Alkohol trinkt, nicht raucht, nicht rumhurt und so weiter und so weiter. Weiß ich nicht. Gehe mal davon aus, dass es eventuell auch durchaus der Fall wäre, weil Gott hat den Körper des Menschen perfekt geschaffen und hat da nicht irgendein Darmteil hingesetzt, was eigentlich überflüssig ist. Alles hat seinen Nutzen. Sonst hätte Gott es in der ersten Stelle nicht gemacht. Weil wir wurden ja schließlich perfekt in seinem Ebenbild erschaffen. Ja? Also von daher, wenn es dann soweit kommt, dann ist das wieder nur, weil ich eben auf eine bestimmte Art und Weise gelebt habe und jetzt die Folgen davon trage und dann eben der Arzt mit seiner Chirurgie eingreifen muss. Ich persönlich finde, dass die Chirurgie, operative Medizin im Allgemeinen, genauso wie Impfen, ein Eingriff ist, der antibiblisch ist. Also, ihre Kunst aber um Notwendigkeit bedeutet nichts weiter als den Bankrott der inneren Medizin. Das vielgesungene Lied von der noch niemals dagewesenen großen Epoche der Medizin ist nichts weiter als der Sterbegesang der Allopathie. Der Segen des Scharlatans Jenner, über den sprechen wir noch in dem anderen Buch auch, der ja die unsterbliche Entdeckung vor der Bekämpfung der Pocken mit Pockenschmutz, ein Schulbeispiel wissenschaftlicher Irrlehren brachte, als gleiche Verranntheit und Selbstprostitution, das berüchtigte Tuberkulin Robert Kochs, da hatten wir schon in Virus-Waren drüber gesprochen, oder tun das noch, und als dritte die 7. Bundesgenossenschaft Behrings Heilserum sowie Pasteurs verhängnisvolle Hundswutimpfung, also Tollwutimpfung, und endlich das sogenannte unschädliche Atoxyl und Ehrlich-Hatta 606 oder Salvarsan als die allerneueste, gemeingefährlichste Quacksalberei, nachdem man bisher die Quacksalber oder Quacksilberei, ne, von Quecksilber, Quacksilberei. Quecksilber ist übrigens das stärkste Gift, das der Mensch kennt, das nicht nuklear ist. Also wir wissen ja, dass es nukleare Gifte gibt, die schlecht sind für den Körper. Das höchste Gift, das unter den Nukleargiften steht, ist Quecksilber. Ja, als die allerneueste, gemeingefährlichste Quacksalberei, nachdem man bisher die Quecksilberei ständig als das sicherste und gefahrloseste Heilmittel gegen Syphilis angepriesen und aufgedrungen, ja, in Krankenanstalten aufgezwungen hatte.
Da müsst ihr euch mal vorstellen, man hat Syphilis mit Quecksilber geheilt. Das stärkste nicht-atomare Gift, metallische Gift, das der Mensch kennt, das die Menschheit kennt, damit wurde Syphilis angeblich geheilt. Es wurde angepriesen und aufgedrungen, es zu nehmen. Und wenn die Leute dann daran gestorben sind, dann sind sie halt an Syphilis gestorben. Gestorben. Zu allerletzt noch zu denken oder zu gedenken des Dr. Med. Friedmann, welcher Kochs Tuberkulin nochmals in neuer Aufmachung erfunden und für 600.000 Mark jüngst den Revolutionsspekulanten Gebrüdern Sklarz und deren Freunden zu Volksausbeutungszwecken aufgehängt hat. Es ist schwer, eine Satire nicht zu schreiben. So endet hier das Vorwort von Dr. Paul Förster. Nächstes Mal gehen wir hier in verschiedene Unterkapitel dieses Buches ein, oftmals in Fragenstellung. Wir fangen dann hier an mit der ersten Frage: Gibt es Gründe zur Bekämpfung der Naturheilkunde? Also haben wir es nur mit der orthodoxen Medizin zu tun, mit der, wie hieß das hier, pathologischen, glaube ich, ne? Auch genannt, da komme ich nicht mehr drauf. Also mit der orthodoxen Medizin oder Naturheilkunde. Die Frage ist, was wirkt besser? Und hier sehen wir bereits ein Bild, das hier in dem Buch abgebildet ist. Da geht es um Impfopfer. Die Impfmanie der modernen Staatsmedizin zu bekämpfen, ist heiligste Pflicht aller Gesundheitsfreunde, wie wir bereits aus dem Vorwort da das eine Zitat gelesen hatten. Hier der Junge links, hier ist durch Impfung unheilbar krank. Martha Schindler, also ein Mädchen, Entschuldigung, ich dachte wegen dem kurzen H wäre es ein Junge, aber es ist ein Mädchen. Aus Hannover, 12 Jahre alt, geimpft am 26. Mai 1910. Es geht hier um Pockenimpfung. Nach 14 Tagen Bläschenausschlag an der linken geimpften Seite des Kopfes, 5 Monate im Krankenhaus vergeblich behandelt, jetzt Eiterflechten und Fotografie am 21. November von 1910, also ein halbes Jahr nach der Impfung. Und hier durch die Impfung unheilbar erkrankt, und hier haben wir Krankheit und Tod durch die Impfung. Willi Lutherloh, Hannover, geboren 28. Januar 1907, geimpft am 21. September 1907, also mit 8 Monaten Alter. An Rotlauf und Fieber erkrankt am 29. September 1908. In das Krankenhaus gebracht am 7. Oktober 1908 und gestorben an Phlegmose am 8. Oktober 1908. Fotografiert vor der Impfung und im Tode. Und mit diesen Bildern und dann der Ansage, dass wir nächstes Mal über gibt es Gründe zur Bekämpfung der Naturheilkunde weiterlesen möchten. Und nächstes Mal heißt jetzt nicht das nächste Video. Es kann durchaus sein, dass ich auf das Jesuitenbuch zurückfalle und da die erste Todsünde bereits anfange zu besprechen. Oder dass ich nochmal in den Viruswahn zurückgehe und da einen nächsten Teil von bespreche. Aber im 11. Teil auf jeden Fall dieser Inquisitionsreihe. Da werden wir dann weitergehen und im nächsten Teil, wenn wir hier über den Impfspiegel lesen. So, möchte mich nochmal kurz entschuldigen für die Unterbrechung, die wir am Anfang kurz hatten. Und tut mir leid für mein Telefon, das dazwischen kam, weil das musste ich eben annehmen, das Gespräch. Und ich schneide das auch nicht raus. Ich bin da nicht so so, wie sagt man das? 100% darauf fixiert, dass alle Videos so 100% perfekt sein müssen. Wenn das Telefon da zwischendurch klingelt, dann klingelt es halt. Wenn meine Mutter jetzt reinkommt, dann kommt sie halt rein. Da muss ich halt mit der ein paar Minuten sprechen, dann ist das eben so. Deswegen muss ich das nicht alles rausschneiden, das ist das Leben. So passiert es, wenn man ein Live-Video aufnimmt. Deswegen habe ich trotzdem dafür gewählt, die Kamera hier zu gebrauchen. Ich hoffe, der Einstieg in das Buch Der Impfspiegel in Wort und Bild hat euch gefallen. Dass ich nicht euch gelangweilt habe mit meinen ganzen Erklärungen, aber ich finde doch, dass wir niemals vergessen dürfen, dass wir in dieser Welt lesen wollen oder lesen dürfen, was wir wollen, dass wir jedoch nie vergessen sollen, alles an der Bibel zu messen.
Und gerade wenn man solche Bücher liest, wie Der Viruswahn von Dr. Köhnlein, wie das Jesuitenbuch von dem Dr. Hahn oder Der Impfspiegel in Wort und Bild, diese zusammengetragenen 500 Gutachten, alles drum und dran, wir sollten nie vergessen, diese Dinge im Licht der Bibel zu studieren und zu verstehen, dass wir hier mit weltlichen Problemen kämpfen und dass die weltlichen Probleme nur eine Seite sind. Unsere geistlichen Probleme sind eine ganz andere. Die können wir aber nur lösen, wenn wir fest in der Bibel stehen, wenn wir fest im Glauben an Jesus Christus stehen und wenn wir fest dazu stehen, dass wir Jesus Christus in dieser Welt bekennen. Vor aller Welt. Mag da kommen, was wolle. Es spielt keine Rolle. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn wir nicht krank sein wollen, sondern gesund, dann müssen wir zum Leben kommen. Und Jesus Christus ist das Leben. Das ist doch ein schöner Satz, um auf dem Sabbat diese Lesung abzuschließen. Bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. Maranatha. O allmächtiger Herr und Gott, wie gar lieblich sind dein Gebot, über alles Gold so reine. Du wirst geehrt alleine in deiner heiligen Gemeinde. Dein Wille ist uns offenbar, die Wahrheit leuchtet hell und klar in allen Kreaturen. Gott hat uns auserkoren, dazu noch neu geboren. Der Himmel und das Firmament uns zeigen die Werke seiner Hand. Wie groß ist seine Ehre im Land und auf dem Meere. Das wollen die Werke uns lehren. Die Werke Gottes sind überall, auf hohem Berg, im tiefen Tal, auch in den ebenen Feldern, die Vögel in den Wäldern tun uns die Wahrheit melden. Ein jedes Werk preist unseren Gott, weil er's so gut erschaffen. Der Mensch tut's aber zerbrechen, der Wahrheit widersprechen. Gott wird es an ihm rächen. Die Werke Gottes sind wunderbar, in rechter Ordnung immer da. Die soll der Mensch erfahren, Gott will's uns offenbaren. Er soll sie auch bewahren. Darum hat Gott den Sohn gesandt, der uns die Wahrheit macht bekannt und auch den Weg zum Leben, damit wir danach streben. Sein Geist will er uns geben. Öffnet uns die heilige Schrift, wo Gott sein Testament gestift. In seinem Sohn, dem Reichen, will alle Welt erreichen. Mög niemand von ihm weichen. Den Tod er überwunden hat, ein wahrer Mensch und wahrer Gott. Bewiesen, die Wahrheit uns gewiesen, darum wird er gepriesen. Darum gab er den Heiligen Geist, der ein Sünd und Leid.
Laster meide. Der Geist, der ist das Unterpfand, der uns zum Erbteil ist gesandt, dass Christus heilt.